Hast du schon mal irgendwann einmal den Satz gehört oder gelesen, der beste Weg, um über jemanden hinwegzukommen, ist, sich jemand Neuen zu suchen? Mein verehrter Name, ich bin Dating- und Beziehungscoach hier aus dem schönen Augsburg. Ja, und unser heutiges Special umfasst ein grundsätzlich, wer unsere Specials kennt, der weiß, dass nach so einem grundsätzlich in einem Special immer so ein, zwei Folgevideos in anderen Playlists noch rauskommen werden. In diesem Falle in der neuen Ex-Zurückreihe und in der Reihe der Trennungsschmerzen werde ich noch etwas sagen über das wunderschöne Thema, das wir heute einmal angreifen werden, Rebound-Beziehungen. Eine Rebound-Beziehung umfasst in der Regel immer so drei Personen, die innerhalb einer bestimmten Beziehung, einer Konstellation, einer Partnerschaft ganz einfach eine Rolle spielen, tragende Rolle spielen. Und das ist in der Regel immer so dieser Safe-Man, dieser Safe-Woman, also irgendein Typ oder irgendeine Dame, die da draußen ganz einfach rumläuft. Und dann gibt es noch den Rebounder, das ist von dem oder von ihr ganz einfach so diese Ex-Freundin, der Ex-Freund, wo noch Gefühle ungeheuren Maßes da sind. Und natürlich auch den Rebound-Guy, das ist in der Regel dann die Frau oder der Mann, der mit diesem Ex ganz einfach zu tun hat, mit dieser Ex. Und ja, der natürlich dann mit dem Ofenrohr am Ende ins Gebirge schaut. So viel einmal zu der Konstellation aus fachmännischer Sicht. Im Praxisbeispiel für den Laien da draußen bedeutet es folgendes. Da ist Beispiel, da ist irgend so ein Thomas. Dieser Thomas ist, was weiß ich, 30 Jahre alt, ein Schreiner ist er und seit, keine Ahnung, eineinhalb Jahren ist er Single. Der Thomas, der hat sich verliebt, der hat eine Dame kennengelernt, das ist die, nennen wir sie Tanja. Tanja auch so, keine Ahnung, 30, sowas ist, was weiß ich, Erzieherin und sie ist seit 4 Monaten Single. Behauptet sie, weil sie hat die Trennung. Sie läuft erst seit kurzem bei dir. Und von der Ex, nennen wir ihn einfach einmal, Thomas ist der eine, nennen wir ihn Richard. Auch so im selben Alter, keine Ahnung, was das ist, Altenpfleger oder sowas. Und er hat sich von ihr getrennt, verabschiedet und steigen wir hier gleich mal in diesen ersten Raum hier praktisch da mal rein. Ja, es geht im Wesentlichen darum, ja, sie sagt halt, sie behauptet, sie sei schon seit 4 Monaten, 5, 6, 8 Monaten oder sowas Single. Und Tatsache ist, wir haben gerade festgestellt, die Trennung ist erst 3 Wochen rum. Warum? Wieso erzählt sie das? Wieso lügt sie da hier unseren Thomas an? Ganz einfach. Ist der Thomas damit ein Problem? Ja, wie denn auch? Der weiß doch gar nichts davon. Oder wieso sollte der ein Problem damit haben? Es kann schon sein, dass er ein Problem damit hatte, ja. Kann aber auch nicht sein. Fakt ist allerdings eines. Bei so einer kurzen Dauer könnte der Thomas auf den Gedanken kommen, dass sie eigentlich noch mit an den Ex irgendwo ein Gefühl hat. Auf den Gedanken könnte er kommen. Und genau dieses Risiko macht hier unserer, was habe ich gesagt, Tanja Angst. Und Angst ist immer so dieses Motiv, wenn es darum geht, die Entscheidung zu treffen, ob man die Wahrheit sagt oder lügt. Und hier haben wir das Problem, weil nämlich unsere Tanja noch enorme Gefühle für ihren Richard da draußen hat. Und dementsprechend allerdings hier unser Thomas anlügt. Warum? Wozu? Wieso sagt sie mich gleich die Wahrheit? Mein Gott, wenn er aufsteht und geht und sagt, nee, du, pass auf, das ist mir noch alles zu frisch, ich habe da meine Erfahrung gemacht. Ja, ganz einfach, dann passiert genau das, was die Tanja eigentlich nicht wollte. Sie ist dann wieder alleine. Das bedeutet, dass diese Rebound-Beziehungen, sag ich einmal, nicht darauf aufgebaut sind, auf diese Attraction, diese Attraktivität, dass nicht da ein Zündfunke daherkommt, sondern dass die Grundmotivation, die Basismotivation darin liegt, nicht alleine zu sein, irgendwie ganz einfach eine externe Abhilfe, eine externe Quelle hier erschaffen oder heranziehen, um ganz einfach hier diesen Trennungsschmerz hier zu überwinden. Ich nenne es mal eher überbrücken. Mehr ist dazu allerdings dann auch noch in der Reihe, in der neuen Ex-Zurückreihe und in der Reihe der Trennungsschmerz. Ja, und hier fängt praktisch diese Rebound-Beziehung schon einmal damit an, ja, mit einer faustdicken Lüge fängt es ganz einfach an. Und dementsprechend kommen da auch noch so Folgegeschichten hinterher. Und es heißt deswegen Rebound-Beziehung ganz einfach, weil es kommt in den Bereich der Übergangsbeziehungen ganz einfach hinein mit dem besonderen Merkmal hier, dass nach der Trennung oder der Trennungsauslösemechanismusgrund hier ganz einfach der Ex-Freund oder einer der Ex-Freunde ist, mit dem man da ganz einfach wieder zusammenkommt. Bei der Grundbasis zu bleiben. Wir haben ganz einfach hier festgestellt, dass es im Wesentlichen die Motivation ganz einfach darum liegt, hier eine externe Quelle zu nehmen, um hier aus diesem Trennungskreislauf hier gedanklich hier rauszukommen.
Und was man hier im Prinzip, was unsere Dame in diesem Beispiel hier macht, sie ist der Rebounder, sie benutzt so einen Rebound-Guy, sie benutzt so einen Typen, sie darf sich ja, sie ist Single, sie darf sich auch daten, ja klar, dürfen tut sie schon, nur inwieweit hier die Motivation moralisch vertretbar ist, ist eine andere, aber gutes Zeichen am anderen Video dann noch. Fakt ist, unsere Dame hier, die hier diesen Rebound-Guy, der Typ, der benutzt, das ist eine Ablenkung. Eine Ablenkung, um nicht ganz einfach so über diese Trennungsschmerzen hier nachzudenken, um sich nicht mit dieser Trennung ganz einfach auseinanderzusetzen. Was allerdings hier wirklich passiert, das ist im Prinzip das. Auch hier wieder ein kleiner Irrtum bei den Leuten, die es ganz einfach hier betrifft. Nämlich das, dass in unserem Beispiel die junge Dame hier ihre Gefühle, die sie da ganz einfach hat, unter anderem hier auch auf diesen neuen Mann, auf diesen Rebound-Guy hier projiziert. In gewisser Weise wird somit hier dieser neue Mann, wenn es jetzt ein Typ wäre und eine Frau, die neue Frau im Wesentlichen nur benutzt. Nichts anderes benutzt. Und dementsprechend findet hier dann statt, wenn es in einer Beziehung dann so was richtig Heftiges hineinläuft, das ist ganz einfach so eine Rebound-Beziehung hinein. Die meisten Rebound-Guys, die wissen noch nicht einmal, dass sie welche sind, oder einige haben es auch nie erfahren. Und Rebound-Guy, Rebound-Geschichten, das gab es ja früher auch schon. Der Name gibt es im Deutschen auch, ist natürlich als einamerikanisiert worden. Das ist der Lückenbüßer, der Lückenfüller, nichts anderes. Und in der Regel enden auch solche Rebound-Geschichten. Und früher oder später, ist eine Frage der Zeit, dass das passiert. In unserem Ghosting-Video, in dem neuen, den ich da einblende, da decke ich ja auch genau so eine Geschichte da auf, wo da zwei Jahre später da rausgekommen ist, wo ein Freund von mir ganz einfach Opfer von seiner Situation war, von seiner Rebound-Geschichte war. Und klar, sicher, man ist da ganz einfach wütend, man ist da ganz einfach enttäuscht, man ist da ganz einfach sauer, aber einen Moment. Ich sag's mal so, Menschen, die so eine Rebound-Beziehung anzetteln, die gehen gar nicht mit der Absicht hinein, um jemanden hier bewusst und gezielt zu verletzen. Das ist es ja. Die haben gar nicht vor, sag ich einmal, jemanden irgendwie zu benutzen oder jemanden auszunutzen. Die gehen mit der Absicht hinein, hinrationalisiert natürlich so noch was Neues und so weiter und so fort, aber in Wahrheit gehen sie ganz einfach mit der Absicht hinein, um sich selbst ganz einfach zu helfen, um sich hier selbst von diesem Leid der Trennungsschmerzen mitunter zu befreien. Ich meine, ja, okay, das entschuldigt es nicht, überhaupt nicht, das ist auch nicht in Ordnung. Und ich finde auch nicht okay, wenn man da die Verantwortung jetzt irgendwo ins Externe hinausschiebt, aber dummerweise leben wir in einer Gesellschaft, wo diese Verantwortung leider im Externen liegt. Weil, woher kommt denn das überhaupt? Woher kommt das? Warum werden hier so viele Menschen weggeghostet? Warum werden hier so viele Menschen verletzt? Wieso passiert so etwas? Wie kann so etwas denn sein? Ich meine, gut, es kann schon mal vorkommen, ja, aber doch nicht in so einer Masse oder so massenhaft. Zeitschriften und Zeitungen sind voll davon, ja. Hast du schon mal irgendwann einmal den Satz gehört oder gelesen, der beste Weg, um über jemanden hinwegzukommen, ist, sich jemanden Neuen zu suchen? Dieser Satz hier, den ich dir gerade so gesagt habe, den habe ich aus einer renommierten, großen Zeitung, die hier in Deutschland mehrere millionenfache Auflage verkauft wird. Und diese Aussage in ähnlicher Art und Weise, die findet sich in so vielen Internetforen, in so vielen Magazinen. Und das Heftige, das Perverse dran, muss ich schon sagen. Es sind so Dating-Beraterseiten teilweise, es sind auch so Aussagen, also Magazine auch, Nachrichtenseiten hier zum Beispiel, ob das jetzt die Glamour ist oder ob das jetzt die Bravo ist bei jungen Leuten, ist, ob das jetzt hier bei den Männern die Men's Health ist oder bei den Damen die neue Freundin und was weiß ich, überall sagt meistens, ist es so ein Doktor, Professor von und zu meistens irgendwelche Psychologen, das ist ja noch schlimmer, sozusagen, die genau das anraten. Such dir was Neues, etc. pp. Da gibt es so Pick-up-Foren, da gibt es so Trennungsforen, Beziehungsforen im Internet, wo das sogar auch noch beschönigt wird, wo das sogar noch angeraten wird, zu sagen, Persönlichkeitsentwicklung, sozialisiere dich, man soll neue Menschen kennenlernen, man soll sich mit neuen Menschen austauschen und so weiter und so fort, man soll sich jemanden Neues suchen, neue Partnerschaften finden und so weiter und so fort. Und das ist so dieser Nährboden, dieser Gesellschaftsform um einen herum, die das auch noch billigt, diese Scheiße. Und mal ganz im Ernst, wie gesagt, das sage ich in den anderen beiden Playlists auch noch etwas dazu. Möchtest du, dass so etwas mit dir passiert? Wie kann man denn jemandem so etwas anraten?
das ist schon richtig heftig. Und ich sage mal, um nichts zu sagen, ich habe es eben gerade schon gesagt, pervers, während ihr mal hier, sage ich ja mal, hier diese Motivation des anderen ins Extra, abgesehen davon, dass es mit Trennung verarbeiten überhaupt nichts zu tun hat. Und Sozialisierung, die sieht anders aus. Da muss ich nicht jemanden verletzen dafür, um mich selbst zu sozialisieren. Blödsinn ist das. Ja, das ist halt so diese übliche Art, wie heutzutage Menschen hier und dann hier mit Trennung umgehen oder vermeintlich glauben, so ihre Trennung ganz einfach zu verarbeiten. Und nichtsdestotrotz hat man hier noch riesengroße Restgefühle hier für den Ex-Freund, springt vielleicht sogar und pfeift dann rum. Der Ex, die Ex hat noch riesengroß irgendetwas in der aktuellen Beziehung noch mitzureden, noch mitzusagen, komischerweise. Und es ist ganz einfach so, dass wider besseren Willens hier, sage ich ja mal, moralisch auch vollkommen verwerflich, sich oftmals auch noch heimlich mit dem Ex sich ausgetauscht wird, sich da getroffen wird, ja in manchen Fällen auch noch sogar noch Sex gehabt wird. Und das zum Leidtragen einer Person, die da einfach mit hineingezogen wird, die da belogen wird, die da überhaupt nichts dafür kann. Und dementsprechend, wie gesagt, noch die beiden Folgevideos ganz einfach damit so, wo ich da auch mal auch ein bisschen näher drauf eingehe, wie man hier erkennt, selbst überhaupt in Gefahr zu raten, warum das so falsch ist, hier mal ein bisschen näher drauf eingehen, warum das mit Trennungsverarbeiten gar nichts zu tun hat und natürlich auch in der Ex-Zurückreihe, wie viel Sinn das macht oder inwieweit man selbst irgendwo der Mensch ist, der Mann, die Frau ist, die sich vielleicht ohne es bemerkt zu haben, sich in so einer Rebound-Beziehung wiedergefunden hat. In diesem Sinne, dein Freund verkündet eine Auszeit. Deine Freundin sagt, sie ist sich über ihre Gefühle nicht mehr so ganz bei euch. Krieselt's gerade, brennt so richtig die Hütte, weiß nicht, was du machen sollst. Sämtliche Versuche, die du bisher unternommen hast, haben eher das Gegenteil bewirkt. Dann fühl dich frei, schau auf unsere Homepage, prüfe mal unser Angebot mit dem Skype-Coaching. Vielleicht können wir da gemeinsam einmal gucken, ob wir dir da irgendwie aus der Klemme helfen können.